Kennt ihr das, wenn ihr in einem eurer Lieblingsgames einen Cheat oder lustigen Trick gefunden habt, der das Gameplay plötzlich ganz einfach macht? Oft kommen Entwickler gar nicht auf die Idee, dass du diese Irrwege gehen könntest, und das nutzen wir aus. Die kleinen Tricks und Cheats aus diesem Video sorgen dafür, dass sich dein Spielspaß verzehnfacht. Legen wir los! Der erste Spieler, der damals in GTA 3 rausfand, dass er Panzer zum Fliegen bringen konnte, muss geschrien haben vor Freude. Denn damit konntest du einfach nicht rechnen. Dieser kleine Trick funktioniert am besten auf einer langen, geraden Strecke. Die Landebahn am Flughafen eignet sich zum Beispiel perfekt. Dann rollst du dort mit deinem Panzer lang, drehst das Zielfernrohr nach hinten, drückst die Taste nach unten und hältst sie. Jetzt musst du nur noch Gas geben und schießen. Nach kurzer Zeit hebst du ab und kannst über die gesamte Karte fliegen. Mit einem verdammten Panzer. Keine Ahnung, warum genau es so witzig ist, aber in Hitman 2 kannst du Passanten mit deinem Aktenkoffer bewerfen. Und das ist einfach das Lächerlichste, was wir je gesehen haben. Anstatt als eleganter Killer und schleichender Meuchelmörder zu agieren, wie es das Spiel eigentlich vorgesehen hat, schnappst du dir einfach dein Täschchen und schmeißt es den NPCs an den Schädel, woraufhin die wie ein nasser Sack aus den Latschen kippen. Es ist einfach eine doofe Aktion, die auch doof aussieht. Der Aktenkoffer fixiert sein Ziel automatisch und lässt sich nicht abschütteln. Er fliegt durch Wände und um Ecken und das auch noch in Zeitlupe, was so sicher nicht beabsichtigt war. Es stellte sich heraus, dass dieses Aktentaschenschmeißen bei Spielern so gut ankam, dass die Entwickler später sogar ein Level designten, in dem du die Aktentasche freischalten konntest, sozusagen als Feature im Game. Yes. Hey, that's the best one. Oh, oh, around the corner too. In Metal Gear Solid 5 liefern wir uns einen Scharfschützenkampf mit Quiet. Wir glauben nicht, dass Hideo Kojima es vorgesehen hat, dass du diesen Kampf in wenigen Minuten für dich entscheiden kannst. Mit einfachsten Mitteln. Aber es funktioniert. Das beweisen einige Videos auf YouTube. Du kannst Versorgungskisten ordern und den Abwurfpunkt genau auf den Ort setzen, wohin Quiet sich zurückgezogen hat. Und auf dieser Position wird die Kiste runterfallen. Wenn du gut genug gezielt hast, direkt auf Quiets Kopf. Und der Kampf ist vorbei. Einer der besten Tricks im ganzen Spiel, den sie leider später rausgepatcht haben. Check it out. Dog Meat hat in Fallout 4 nicht nur die Aufgabe, uns seelisch und moralisch zu unterstützen, auch wenn er das hervorragend macht. Du kannst deinen Hundegefährten auch mit kleinen Aufträgen betrauen. Zum Beispiel holt er dir Dinge, die sich in deinem näheren Umfeld befinden. Es gibt allerdings auch immer wieder Gegenstände, die sich zum Beispiel in verriegelten Waffenschränken oder Tresoren befinden. Und da kommst du ohne deine Fähigkeit Schlösser knacken nicht ran. Außer du hast Dogmeat zum Freund, denn der pfeift auf die Gegebenheiten des Spiels und bringt dir jeden Gegenstand innerhalb von Sekunden, auch wenn er eigentlich weggeschlossen wurde. Keine Ahnung, wie er das macht, aber ist uns eigentlich auch egal. So bekommst du auch den Kryolator, eine der besten Waffen im Spiel. Spar dir den Aufwand, das schwere Schloss zu knacken und schick einfach deinen Hund vor. Befriedigendster Moment im Spiel. In Doom Eternal kämpfen wir uns als legendärer Doomslayer in unerreichter Geschwindigkeit und mit vernichtenden Waffen durch Horden von Dämonen. Und einer unserer effektivsten Angriffe ist der mit dem Fleischerhaken. Der Haken für die Super-Shotgun krallt sich in unseren Gegner und zieht uns rasend schnell zu ihm hin, wo wir ihn aufschlitzen können. Das macht schon Spaß. Aber mit etwas Übung kannst du den Fleischerhaken auch für Supersprünge nutzen. Sobald du dich an deinen Gegner gekettet hast, lässt du dich rüberziehen und weichst dabei nach links oder rechts aus, was Schwung erzeugt, der dich in die Höhe schnellen lässt. Größere Distanzen überbrückst du in Millisekunden und eigentlich kannst du so über die Karte schnellen, als wenn du fliegen würdest. Wenn sich was in Doom Eternal richtig lohnt, dann der perfektionierte Umgang mit dem Fleischerhaken. Legend of Zelda Tears of the Kingdom oder einfach auch Breath of the Wild 2 kommt am 12. Mai auf der Switch raus. Und wenn ihr auch schon so Bock auf das Action-Adventure habt wie wir, dann spielt ihr vielleicht auch gerade nochmal in den ersten Teil rein, um das richtige Feeling zu bekommen.
Wir haben uns gerade durch den letzten Kampf mit Ganon gearbeitet. Und bei der Recherche zu diesem Video finden wir raus, dass einige der härtesten Gegner im Spiel auch ganz einfach zu töten gewesen wären, wenn du auf die Idee gekommen wärst, mit Stasis zu arbeiten. Ey, da weichst du den Roboterwächtern das ganze Spiel über aus und kriechst meilenweit um sie herum, um bloß nicht ihre Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen und findest nach dem Durchspielen heraus, dass du einfach Stasis auf sie anwenden könntest. Dann noch ein, zwei Schläge und einer der stärksten Feinde im Spiel kippt ohne weiteres um und explodiert. Wenn wir das mal früher gewusst hätten. Du kommst in Borderlands The Pre-Sequel nicht näher ans Fliegen ran als mit dem Stingray. Normalerweise schwebt das Fahrzeug nur voran. Es hat auch einen Boost, aber der ist schnell verbraucht. Es reicht für kleinere Sprünge oder zum Überfliegen von tiefliegenden Hindernissen. Wenn du aber weißt, wie du den Stingray zu handeln hast, dann kannst du Supersprünge ausführen, die dich mindestens doppelt so hoch schleudern und mit denen du ordentlich Strecke machen kannst und sogar über Lavaflüsse oder über Gebirgsfelsen jumpen kannst. Du kannst quasi einen Doppelsprung ausführen. Du brauchst etwas Übung, aber sobald du den Dreh raus hast, kannst du mit dem Stingray Gebiete erkunden, in die du eigentlich als Spieler keinen Zutritt hast. Was Tausende von Red Dead Redemption-Spielern begeistert hat, ist ein kleiner Trick, den du mit einer Stange Dynamit und der Deadeye-Funktion ausführen kannst. Denn damit triffst du Gegner zu 100%, weil sie nicht ausweichen können. Du bastelst dir im Grunde eine wärmesuchende Lenkrakete, denn Deadeye sorgt dafür, dass dein Dynamit sein Ziel findet, auch wenn es in Bewegung ist. So kannst du easy Reiter von Pferden runterholen, Vögel vom Himmel bomben und vor dir flüchtende Gegner niederschrecken. Und alle explodieren in einem Ball aus Feuer. Das ist lustig anzusehen, einfach auszuführen und sau effektiv. Funktioniert nur leider nicht im Multiplayer. Haben wir euch in diesem Video was Neues erzählen können und Laune gemacht, einen der Tricks auszuprobieren? Das hoffen wir doch. Wenn ihr mögt, liked das Video, das würde uns sehr freuen. Habt einen Mega-Start ins Wochenende, wenig Stress und viel Sonne und bis zum nächsten Mal!